Matte frei für die Berliner Meisterschaften im Judo. Am heutigen Wettkampftag versucht die U21-Elite des Berliner Judosports, sich in die Medaillenränge zu kämpfen. Doch nicht nur der Titel des Berliner Meisters zählt hier. Nein, darüber hinaus qualifizieren sich die Edelmetallgewinner auch für die Teilnahme an der Nordostdeutschen Meisterschaft. Viel zu gewinnen also für die Nachwuchs-Judoka. Welch ein Glück also, dass Ihnen dabei ein ganz Erfahrener zur Seite steht. Der Berliner Judo-Landestrainer Frank Möller ist quasi ein Veteran. Er hat sich nach seiner erfolgreichen Karriere nämlich der Nachwuchsförderung verschrieben. Ja, ich war als Athlet sehr erfolgreich. Ich war Olympiamedaillengewinner in Atlanta, Vize-Weltmeister und mehrfach Europameister. Habe nach meiner aktiven Laufbahn 2004 mein Studium beendet und habe hier seit 2006 als Landestrainer beim Landessportbund Berlin angefangen und vermittle meine sportlichen Erfahrungen weiter an junge, aufstrebende Athleten. Seine Tipps für die Medaillenränge in ihren Gewichtsklassen sind sie hier. Fabian Wendland und Georg Siegemund haben beide schon mehrmals an den Nordostdeutschen Meisterschaften teilgenommen und in ihrer Karriere als Judoka noch große Ziele. Auf jeden Fall in den Kaderbereich zu kommen, in die Nationalmannschaft und irgendwann vielleicht mal bei einer Europameisterschaft oder WM teilzunehmen und wenn es möglich ist, auch da mal eine Medaille zu ergattern. Doch jeder Traum will hart erarbeitet sein und somit geht es jetzt auch für die beiden Nachwuchsathleten auf die Matte. Fabian misst sich mit der Konkurrenz in der Gewichtsklasse bis 66 Kilo und hat in seinen ersten Fights keine Mühe, sich zu behaupten. Und auch Georg zeigt keine Schwächen, kann seine Gegner dominieren und kämpft sich wie auch Fabian vor bis in das Finale. Ja, und hätte man auf die Vorhersage von Frank Möller doch mal lieber Geld gesetzt, denn die beiden lassen sich auch in ihrem finalen Kampf nicht aufs Kreuz legen und holen sich die ersten Plätze in ihren Gewichtsklassen. An sich ist der Wettkampf ganz gut gelaufen. Ich denke eigentlich, dass ich ganz solide gekämpft habe. Und ja, Ziel auf jeden Fall erreicht, was ich wollte, halt die Qualifikation zur Nordostdeutschen Meisterschaft. Doch nicht nur bei den Jungs, nein, auch bei den Mädels geht es in vielen engen und spannenden Kämpfen heiß her. Geschenkt wird hier der Gegenüber nichts. Somit können sich also auch die Damen am Ende ihre Urkunde überreichen lassen und, na klar, für das Siegerfoto posieren. Doch allzu ausgiebig wird heute noch nicht gefeiert. Nein, denn bei der Nordostdeutschen Meisterschaft geht es für die Berliner Judoka dann wieder voll ran. Und die Ziele, ja, die stecken sie sich selbstbewusst hoch. Ich bin schon öfters angetreten bei der Nordostdeutschen Meisterschaft. Und es ist auf jeden Fall ein Ziel, mich für die Deutsche zu qualifizieren, also möglichst im Medaillenbereich zu landen. Sind wir also gespannt, welche Platzierung dann herausspringt und ob die Reise bis zur deutschen Meisterschaft weitergeht. Das Talent dafür haben die Berliner Nachwuchs-Judoka allemal.